Leute, ich raste hier gleich richtig aus, dieses Ding. Ich komme gerade vom Duschen, ihr seht, ich kann jetzt hier meine scheiß Seife überall nicht abmachen. Ich habe hier überall Seife. Und ich hoffe, man sieht mich jetzt hier nicht. Dieses Ding. Ich habe das hier schon so abgeschraubt. Das ist dieses Warmwassererzeuger-Ding. Ich war gerade dabei, so meinen Penis zu waschen und auf einmal ist das Wasser einfach kalt. Das Wasser ist einfach kalt. Ich raff es nicht mehr. Erklärt mir, wie so ein scheiß Durchlauferhitzer funktioniert. Ich raste hier komplett aus. Alter, ich habe das Wasser davor schon 10 Minuten angemacht, weil ich ganz genau weiß, es braucht ewig, bis es warm wird. Dann fange ich an zu duschen, dann mache ich es wieder aus, um Wasser zu sparen, dann seife ich mich ein, will es anmachen, es bleibt kalt. Es bleibt einfach seit 5 Minuten kalt und jetzt fängt hier an, die Seife zu trocknen. Und die Seife an meinem Penis, es brennt unendlich doll. Was soll ich hier machen? Ich raff es nicht mehr. Erklärt mir, wie so ein scheiß Siemens-Durchlauferhitzer funktioniert. Ich rastiere gleich komplett aus. Ich breche gleich meinen Nachbarn ein und werde da einfach duschen gehen. Und dann fragen die so, hey, wer bist du? Ich bin Transavot, 350.000 Abos auf YouTube, du Bastardgesicht. Ich rastiere gleich richtig aus. Ich kann einfach nicht duschen. Ich kann nicht duschen. Seht ihr das hier? Ich verstehe es nicht. Ich mach's an. Es ist einfach kalt. Ich mach's aus, an, aus, an, aus. Ich höre immer, wie dieses Scheißding angeht. Ich höre immer, wie dieses dieses Ding angeht. Oh, es brennt in den Augen. Ich muss jetzt hier. Oh, scheiße, jetzt ist mein Handy nass. Ich hoffe, die Wasserfestigkeit, die da gezeigt wird, die funktioniert auch. Oh, das brennt in den Augen, diese scheiß Seife. Ich benutze übrigens diese Seife. Werde mir nachher auf jeden Fall noch andere Seife holen für den fucking Big Penis. Oh. Keine Ahnung, ich mag es nämlich, wenn mein Intimbereich anders riecht als mein Körper. Versteht ihr das damit, dass so differenziert betrachtet wird? Das ist nämlich ganz wichtig für mich, gerade auch für die Ladies, damit die einen Unterschied erkennen, wo es noch bei meinem wohlgeformten Körper ist und wann das Glied anfängt. Erzählt mir bitte, wie man so einen Durchlauferhitzer austricksen kann. Ich meine, der Vormieter, der hat ja so auch gelebt. Ich meine, der ist ziemlich schnell ausgezogen, hab ich mir sagen lassen, aber oh, das brennt so. Sind meine Augen rot? Erstmal Seife. Ja, ganz viel Seife im Waschbecken. Und das geht mir einfach so auf den Sack. Ich hoffe, ihr habt meine Titties nicht gesehen. Und es ist einfach kalt. Und die Seife trocknet. Und das fühlt sich einfach so eklig an. Ich habe so einen Siemens-Durchlauferhitzer, so einen ganz kleinen, ihr habt es da gesehen. Sagt mir bitte, wie man mit so einem Ding umgeht. Ich raff es einfach nicht. Ich raste hier bald komplett aus.